Lala. Also mit den Siedlern kann echt noch was werden, ey. So, jetzt haben wir alle so weit, ne? Also das hier wird auch nicht leer, ne? Also, ja, die Ressource wird einfach nicht leer. Okay. Macht nichts. Habe ich kein Problem mehr. So, jetzt müssen wir natürlich auch selber füttern, ne? Jetzt hol ich mir eine Schaufel. Ich glaube, wir haben ja so wenig Schaufeln. Das ist so ärgerlich, dass der die jetzt abreißt, während die noch wachsen, ne? Irgendwie. Das ist richtig ärgerlich. Warte mal lieber leer, ne? Battery low. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob er das bei den Pilzen auch machen würde. So einlagern sollen wir noch welche, ne? Das kriegen wir auch hin. Ich muss so dringend wohin? Ne, schon wieder. Schon wieder. Das ist schlimm. Aber ich trinke auch viel. Es ist ja auch wichtig, trinken. Liebe Leute. Trinken ist wichtig. Bin ich froh, dass ich diese Aufgabe erledigt habe. Ja, ich kann sie ja mal kurz einlagern und dann wegschmeißen. Genau, verfüttern. Ich weiß nicht. Gut, es soll später wahrscheinlich ganze Gerichte geben. Und nicht nur so, hey, hier ist ein bisschen Obst. Ich bin ja mal gespannt, was da alles so rauskommen wird noch. Mit den Siedlern und so. Kürbisse kann ich auch nicht so. Ne. Brauche ich irgendwas Spezielles wahrscheinlich dafür. Baumwolle geht auch nicht. Unkraut. Unkraut kann ich auch ernten. Unkraut. Was passiert, wenn ich Unkraut ernte? Unkraut. Oh. Unkraut. Lose. Okay, da kommt wirklich was bei raus. Das ist Unkraut. Das ist ja irgendwie los. Kann ich das verfüttern oder so? vielleicht an. Das könnte man theoretisch auch an Dings verfüttern, ne? Also an Kühe, Schafe, tralala. Unkraut, warum nicht? Wäre ja eine Möglichkeit. Nun können wir auch schnupseln. Oh Mann, mit. So, warte mal, hier sind auch noch Büsche. Langsam war ich aber als relativ weggewuselt. Sollte dann gleich mal den Geist aufgeben. Wow. Wenn wir jetzt schon mal Beeren sammeln. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt erstmal eine Truhe machen und dann. Ja, das war's mit der Schippe. Ja, können wir gleich hier. Kram sammeln. Aber wir können hier erstmal einpflanzen. Das ist ja kein Problem. Ich hab nicht die geringste Ahnung.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, was er jetzt für ein Problemchen hat. So, dann kann das Ganze auch schön wachsen, während wir, ja, da sind, wo man mich mal nicht sieht. Gott, wirklich ist alles so weit verstreut hier. Beeren, Beeren, Beeren. So, na gut, ich könnte ihn auch füttern ein bisschen damit. Und ja, aber ich will jetzt erstmal, das war, Dings machen. Das war hier anpflanzen. Okay, lol. Auch schön. Auch schön, dass wieder davon gefüttert. Ich glaube, die Eiche müssen wir erstmal irgendwo hin sehen. So, weg damit. Naja, langsam wird das Feld größer. Man braucht wahrscheinlich ein riesengroßes Feld, damit das irgendwie halbwegs funktioniert. Der liebt es, durchs Wasser zu laufen, ne? Also das ist der Wahnsinn. So, hier unten sind da noch irgendwo Bären. Okay, lol. Ich würde ihm gerne sagen, mach das mit dem Stöckchen oder so. Also müssten wir auch die Büsche nicht ständig neu pflanzen, aber... Wäre natürlich einfacher, wenn das ginge. Geht aber grad nicht. Wir ziehen mal die mal auch auf. Will ich wissen, wie viele Bretter hier schon liegen, ne? So, meine Lieben, ich bin mal ganz kurz weg. Also, Moment, den können wir eigentlich auch noch aufziehen, ne? Damit der auch noch arbeiten kann. Ich bin gleich wieder da. Thank you.
Thank you.